Aber ich weiß, dass du, du hast ja 3 Kinder, 5, noch eins, das noch 5 ist, bald nicht mehr. 1, 3 und 1 ist noch ganz klein, 1 Jahr. Bin sicher, bei den ersten beiden Kindern tust du schon eine Menge, um sie für die Alpen und wahrscheinlich auch für Skifahren zu sensibilisieren. Das ist automatisch, glaube ich, wenn du aus Garmisch-Partenkirchen kommst. Aber natürlich, wir versuchen, und das ist auch, glaube ich, das Entscheidende, welche Aufgabe die Eltern haben, dass man den Kindern auch Dinge vorlebt, dass man ihnen zeigt, wie schön die Berge sind, dass man eben nicht oben am Berg steht mit seinen Kindern und dann holt man das Telefon raus und sagt, oh, jetzt stellt sich mal dahin, mach mal ein Foto. Sondern dass man sich hinstellt mit ihnen und zeigt ihnen unten die Welt. Weil die siehst du, von oben hast du einfach einen anderen Blickwinkel. Erlaubst du, dass wir ein paar Aufnahmen zeigen, wie deine Älteste schon den Berg runterfährt? Ach so. Das habe ich mein Leben lang nicht geschafft. Nein. Ja, wirklich. Glaub mir, guck dir das mal an. Oh mein Gott. Das ist eine richtige Wettkampfpiste. Ja, aber das ist ja, die fährt schon ganz nett. Ja, komm, das ist ja, die hat Spaß, muss man sagen, und Freude. Und ich habe tatsächlich dieses Video nur gemacht, weil der Hintergrund einfach auch sehr schön ist, muss ich sagen, unten ist daneben. Komm, hör auf, pass mal auf. Also, wenn deine Tochter mal eine berühmte Rennfahrerin wird, ich werde ihr diesen Part aus unserem Gespräch vorführen. Der Hintergrund. Ja, wegen des Hintergrunds. Ja, Philipp kommt da wunderbar runter. Na, weißt du, was das Tolle ist, wenn du so etwas, und deswegen will ich auch, ich will den Skisport auch gar nicht verteufeln. Der Skisport muss umdenken. Ja. Es passiert schon sehr viel in vielen Regionen. In vielen Regionen, aber leider eben noch nicht. Und der Skisport steht vor keiner einfachen Zeit, ist jetzt schon keine leichte Zeit. Weil so selten Schnee da ist, weil die Termine auch weil verschoben werden müssen. Über die nächsten 20, 30 Jahren einfach weil die Energiekosten so hoch sind. Ja, und weil sich auch das Klima so erwärmen wird, dass die Skigebiete unter 1500 Metern eigentlich gar keine Chance haben, trotz Beschneiung. Und es wird nach wie vor noch Schnee fallen, aber halt nicht mehr so planbar. Und deswegen, keine einfache Zeit. Aber das Tolle ist bei Kindern, wenn du Skifahren gehst, und ich glaube, jeder, der Kinder hat oder auch mit den Eltern schon beim Skifahren war, das ist ein Erlebnis, das erlebst du zusammen mit deiner Familie. Das ist ein Stück weit auch Kultur bei uns in den Alpen, Skifahren. Und dann zählt da kein Telefon. Du erlebst was zusammen mit deinem Kind. Du setzt es nicht vor den Computer oder vor das Smartphone und sagst, so, jetzt verbringst du mal da deine Zeit. Dann kehrst du ein, dann isst du eine Kleinigkeit, dann gehst du wieder raus. Du hast diese Geschwindigkeit und die Kinder haben diese Strahlen in den Augen, das süchtig macht, auch als Vater, wenn du siehst, was für eine Freude deine Kinder haben. Na klar. Und das zusammen mit der Tochter leben zu dürfen, und das Allerschönste ist, wenn die Großeltern das auch zusammen mit den Enkeln erleben dürfen, dann wird's richtig schön. Wenn du thank you.